Ich habe Geschenk gekriegt, und zwar von Michael. Und wenn dich interessiert, was für Autoausrüstung er mir geschenkt hat, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da drin sind sie, die Geschenke. Das eine, das ist einmal so, sind so Naturanzünder. Die sind eine tolle Sache, besonders dann im Winter, wenn man eine Fire and Forget, also eine, ich zünd das an und dann kann ich mich um was anderes kümmern, Zundervariante brauche, also als Notfallzunder eine super Sache. Ich kenne die vom Grillen, also Dankeschön dafür. Dann habe ich bekommen einige Paracord selbst gemacht. Der Michael hat die selbst gemacht mit einem Karabiner und dann unten diesen kleinen Haken dazu. Ja, da werde ich sicherlich auch eine gute Möglichkeit finden, die einzusetzen. Ah ja, da ist das noch in Blau, genau dasselbe. Schön verarbeitet, wirklich top, Dankeschön. Wobei, es ist kein echtes Paracord, sondern es ist irgendeine eine Kordel, aber das ist vollkommen egal. Da ist wirklich viel Schnur drinnen, die man gut brauchen kann. Und wie heißt es in Österreich? Ein gescheiter Bub geht nicht ohne, aus dem Haus ohne Messer und Schnur. Ja, das lässt sich damit jetzt viel einfacher realisieren. Dann, ja, das nette Teil hier. Ja, und zwar, das ist ein LED. Ja, so ein ja, warte mal, so schaffe ich fast gar nicht. Das heißt, da kann man jetzt, ja, und den Blinkmodus einschalten. Eine nette Sache, ja. Vielleicht für einen Schlüsselanhänger. Ich werde schauen, wo ich das anbringen kann. Danke auf jeden Fall auch dafür. Gut, dann geht's weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Michael davon ausgeht, dass ich gerne einen gewissen Vorrat habe. Vorrat an Dingen. Und ja, da hat er wohl recht. Und zwar, er hat mir hier unterschiedlichste 9 Volt Blöcke geschickt. Ja, diese E-Blöcke. Und da habe ich mir gedacht, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ja, ich meine, die werden ja im Endeffekt fast nicht kaputt. Ja, die können nicht so einfach auslaufen wie andere AA-Batterien und so. Also als Vorrat sicherlich eine nette Sache. Aber ich habe mir momentan gedacht, was soll ich damit? Und erst dann später habe ich dieses Teil hier gefunden. Das kann man auf eine 9 Volt Batterie, also auf diesen Block da drauf poppen. Und dann hat man schönes Licht. Ja, das sind jetzt 6 LEDs. Und wenn ich in die andere Richtung schalte, dann nur 2 ein Sparlicht. Ja. Das ist natürlich keine Outdoor-Lösung, aber das ist ganz einfach nett, weil das kann man irgendwo hinstellen, das kann man schnell verwenden. Wie gesagt, diese E-Blöcke halten extrem lange, meiner Erfahrung nach. Coole Sache, ich sage danke dafür. Und zu guter Letzt, ich glaube, der Michael weiß, dass ich auf Lampen stehe, auf viele andere Sachen auch, aber auch auf Lampen. Und zwar hat er mir hier so eine Lampe geschickt, die funktioniert mit 3x AAA-Batterien. Ja, typisch so, wie wir das kennen. Dann hier hinten zum Zuschrauben und eben diesen taktischen Einschalter hier. Ja, das heißt, ich habe einmal schönes Licht, das kann ich dann ein bisschen zoomen, wie du siehst. Ja. Also das wird nicht stärker aus dem Grund, weil ich mehr Energie da ist, sondern das liegt einfach daran, dass man das Ganze schön fokussieren kann. Und wie du es siehst, das ist dieses, da, bei mir sieht man es jetzt da auf meiner Jacke, ja, so ein Viereck, dass man da fokussieren kann, ja, das ist ganz nett. Da gibt es dann unterschiedliche Modus, einen Blinkmodus und so einen halben Modus und sehr nett, ja. Sage ich auch herzlichen Dank dafür. Das ist eine sehr, sehr nette Sache. Freue mich. Michael, danke schön dafür. Und wenn auch du mir irgendwas schicken willst, dann melde dich ganz einfach im Vorfeld bei mir. Schau auf meine Homepage vorbei, schick mir eine E-Mail, damit ich dir sagen kann, Fotos hinschicken darfst oder kannst oder sollst. Auf jeden Fall danke dafür. Link zu dem Produkt findest du unten. Und weil mich auch viele immer wieder fragen, welche Jacke das hier ist, ich werde noch einen eigenen Review dazu machen, aber da gebe ich da auch jetzt den Link dazu unten, weil das jetzt schon so viele waren und ich kann nicht jede E-Mail einzeln beantworten. Daher, Link findest du unten. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald. Ciao.